Also danke für den dicken Kuchen, dann gerade vom All der Serum. Moin. Zu viel Kraut, oder? Ja. Kann man auch nicht essen, ne? Hm? Kann man auch, kann man eine Mahlzeit davon bereiten. Ja. Mit Seetang kann man das zum Beispiel, ne? Gebt ja gern was ab. Aber mit dem Zeug nicht, ne? Das muss kreativ sein, ne? Ja. Aber das ist ja echt mühselig, ne? Ja, das ist aber, wenn man segelt, geht das in die Ruder rein und dann stoppt das. Ja. Kriegt nicht wieder weg, das bremst so richtig aus. Ja. Und seit 2-3 Jahren ist das besonders stark. Ja, ja. Wenn man gar nichts macht, dann ist es noch schlimmer. Das ist genauso mit dem Unkraut. Wenn man im Garten nie irgendwie Unkraut zieht, das kriegst du ja nie wieder raus. Ja. Und so bringt das denn schon was? Das wird ja auf jeden Fall ein bisschen. Ja, und die haben ja auch diese Fruchtstände da, gucken aus dem Wasser raus und platzt irgendwann auf. Und dann verteilen sich. Alles Wasser jetzt rauskommt, ist dann dieser grüne Spargel. Ach so. Ja? Okay, die vermehren sich auch wahrscheinlich erst, wenn sie ans Licht gekommen sind. Ja, ja, genau, genau. Und dann trocknen sie aber aus oben. Ja. Und dann. Glückwunsch!
Spritzdecke. Die Spritzdecke, die vermuten wir, die dürfte eigentlich nicht untergehen. Komm da, schau mal. Echt? Ach, deswegen hatte sie eben auch sowas in der Hand. Ja, genau. Ach, toll, danke. Ich habe, glaube ich, auch noch Marzipan im Auto. Allerdings wird das jetzt schon aufgeweicht. Könnte sein. Danke. Leichte Auflösungserscheinung. Ja. Ja, können wir uns auch nicht verfahren. Nee. Und für morgen haben wir alle Optionen, die wir wollen. Wir können auch die bis nach Travemünde fahren. Und du wirst nach Travemünde paddeln. Mhm. Wir müssen nicht hin und zurück. Und nur ein Auto am Ende abstellen. Aber dass die beiden aus Tummeln kommen. Mhm. Ich kenne einige Leute aus Tummeln. Aha. Weißt du das? Nee. Elise. Ich weiß Elise. Mhm. Zum Beispiel, die war vorher in Oldenburg. Und okay. Den Bootshausbad kenne ich auch. Und die Frau vom Bootshausbad, die hat ein Boot, das heißt Haihappen. Ja. Genau. Haihappen ist gut. Können wir nicht unter der Brücke paddeln, da regnet das nicht. Immer im Kreis. Mitgebracht. Nur ein Schlauchboot.
schon überlegen, ob wir nochmal bis zum einen Ende und dann umdrehen und raus oder jetzt hier raus. Jetzt sind wir ja gerade hier. Thank you.